Der verstorbene Papst Johannes Paul II. Soll in seiner Zeit als Erzbischof von Krakau sexuellen Kindesmissbrauch in den Reihen der katholischen Kirche vertuscht haben. Die Vorwürfe gegen Johannes Paul II., der mit bürgerlichem Namen Karol Wojtyla hieß, stammen aus einem Bericht des Journalisten Marcin Gutowski, der im polnischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Darin wird Wojtyla vorgeworfen, bereits lange vor seiner Wahl zum Papst von Missbrauchsvorwürfen gegen Priester mit pädophilen Neigungen gewusst zu haben. In dem Bericht werden drei Priester namentlich genannt, die von Wojtyla 1978 wegen Missbrauchs von Kindern versetzt oder ins Kloster geschickt wurden. Die katholische Kirche in Polen hat auf die neuen Vorwürfe gegen den früheren Papst Johannes Paul II. Reagiert. Eine gerechte Bewertung der Entscheidungen und Handlungen des verstorbenen Papstes erfordere weitere Recherchen, sagte der Koordinator der Bischofskonferenz für den Schutz von Kindern und Jugendlichen, Adam Zack.